Und Rachenkrebs ist ein bösartiger Tumor, der auftritt, vor allen Dingen im Bereich des Zungengrundes, des Gaumens, der Mandeln und der Rachenhinterwand. Er ist überwiegend durch das humane Papillomavirus induziert, kann aber auch durch Alkohol- und Nikotinabusus auftreten und lässt sich beispielsweise, weil in zunehmendem Maße in unserer eigenen Population hier in Hamburg haben wir ungefähr 78% positive Patienten, HPV-positive Patienten, durch eine Impfung, in dem Fall im Kindesalter, vermeiden.